Suche nach Tayo auf YouTube. Garnis Geschenk. Es ist ein schöner Tag und Garni fährt seine Strecke. Guten Morgen. Diesen Jungen habe ich noch nie gesehen. Hey. Wir fahren jetzt los. Und so war's. Was ist das? Und hier auch. Das Kitzeln. Das macht Spaß. Auf damit. Oh, was ist los? Was hast du gemacht? Das macht Spaß. Lauf da drinnen nicht so viel rum. Es ist eine Perücke. Gib sie zurück. Hey, komm her, du Kleiner. Nein, mich kriegst du nicht. Nicht so laut. Hört auf damit. Garni, bist du denn okay? Was ist denn passiert? Nun, ich hatte heute einen wirklich ungezogenen Jungen auf meiner Strecke. Hat er zufällig rote Locken? Und einen schwarzen Rucksack? Woher wisst ihr das? Natürlich kennen wir ihn. Er ist bekannt als Jerry, der Bengel. Jerry? Also kennt ihn jeder? Ja! Er ist berühmt dafür, dass er Bussen das Leben schwer macht. Er macht in jedem Bus, mit dem er fährt, Ärger. Hoffentlich sehe ich ihn morgen nicht. Am nächsten Tag. Heute ist er nicht hier. Was für eine Erleichterung. Guten Morgen! Treffer! Wofür war das denn? Direkt ins Gesicht! Wir fahren jetzt los. Was hat er denn diesmal vor? Nein! Du kannst deinen Kopf nicht aus dem Fenster stecken. Das ist gefährlich. Das war knapp. Peng! Peng! Hör auf damit! Jetzt geht das schon wieder los. Oh nein. Was mache ich nur? Ich hab's! Hallo, ich bin Joey, der Zauberer. Peng! Für den heutigen Zaubertrick führe ich eine Teleportation vor. Teleportation? Hoffentlich funktioniert das. Wenn ich in die Kiste steige, zählt ihr alle bis drei. Okay. Okay. Eins, zwei. Tada! Was? Als nächstes kommt ein erstaunlicher Kartentrick. Ja, es funktioniert. Fahren wir. Wir sind da. Hey, hey, kleiner Bus. Ja? Kannst du mir morgen noch eine Zaubershow zeigen? Morgen? Aha, ich liebe Zaubershows. Ich glaube, dass ich das tun kann. Wirklich? Aber du musst versprechen, dich von jetzt an zu benehmen. Sonst gibt es keine Zauberei mehr. Also, wirst du dich benehmen? Okay. Okay, ich bin Garni. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Jerry. guten Morgen. Guten Morgen. Nicht wieder dieses Kind. Tada! Hallo, ich bin Joey, der Zauberer. Wow!
Hallo, Jerry! Jerry! Warte, ich kann es abwischen. Okay. Wow! Auf dem großen Bildschirm ist es noch besser! Ich weiß, nicht wahr? Mhm. Wir sind da, Jerry! Aha, die Zaubershow war heute so großartig! Du magst Zaubershows wirklich gern? Ja, wirklich! Wenn ich groß bin, will ich ein Zauberer werden! Oh, wow, wirklich? Und wenn ich Zauberer bin, will ich lernen, wie man teleportiert! Teleportiert? Warum? Tja, mein Vater ist für seinen Job in ein anderes Land gezogen. Also habe ich ihn schon so lange nicht gesehen. Oh. Aber wenn ich Zauberer bin, kann ich mich zu meinem Vater teleportieren. Ah, verstehe. Du, Jerry, willst du vielleicht eine echte Zaubershow sehen? Wow, wirklich? Ja, Jerry. Joey, der Zauberer, hat nächste Woche eine Show. Ich kann dich ja gerne hinfahren. Wow, versprichst du es? Ja, versprochen. Tayo, der kleine Bus. Wirklich? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Huh? Freunde, was ist mit euch los? Wir haben gerade über Jerry geredet. Oh, was ist mit ihm? Ist er wieder in Schwierigkeiten? Ihr glaubt das nicht, aber Jerry, der Bengel, hat sich in einen Engel verwandelt. Oh, das wusste ich. Ja, er hat sich in letzter Zeit wirklich gut benommen. Und er hat sogar jemandem seinen Platz angeboten. Wie kann das sein? Ich konnte es nicht glauben. Am nächsten Tag wollte Garni, wie üblich, Jerry abholen. Ich sollte ihm sagen, was ich gehört habe. Oh? Heute ist er nicht hier. Also, was meinst du? Zieht Jerry wirklich für immer weg? Jerry? Hey, Mädels! Redet ihr von dem rothaarigen Jerry? Ja. Aber was meint ihr damit? Er zieht weg? Oh. Er zieht mit seiner Mutter zu seinem Vater. Also kam er heute nicht zur Schule. Wir haben gehört, dass er für immer umzieht. Für immer? Oh, ich verstehe. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Gern geschehen. Also trifft er endlich seinen Vater. Das ist toll. Aber er hat es mir nicht mal selbst gesagt. Ich muss mit ihm reden. Oh! Versprichst du es? Genau. An diesem Tag fuhr Garni durch die ganze Stadt, um Joey, den Zauberer, zu suchen. Nein! Oh! Ich muss zu Garni! Komm schon, Jerry. Nuri, was ist los? Wir müssen zum Flughafen, aber Jerry ist bockig und will nicht. Er sagt, er muss zu Garni. Wir kommen zu spät. Fahren wir. Garni? Wenn wir diesen Flug verpassen, wirst du Papa nicht sehen. Okay? Okay. Also fahren wir los. Komm, na los. Jerry! Garni! Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich bin froh, dass ich dich noch mal gesehen habe. Ich weiß. Aber herzlichen Glückwunsch, dass du endlich deinen Vater sehen wirst. Danke. Aber ich werde dich wirklich sehr vermissen. Das wird schon, Jerry. Denn wenn du ein berühmter Zauberer bist, fliegst du zurück und besuchst mich jederzeit. Nicht wahr? Ja. Nuri, kann ich Jerry zum Flughafen bringen? Oh, ja. Danke, Garni. Hier, steig ein, Jerry. Okay. Danke, Garni.
Wow! Das sieht ja wie eine Bühne aus! Ha? Was ist das? Wow! Tada! Willkommen zur Zaubershow von Joey dem Zauberer! Wow! Es ist Joey der Zauberer! Das gibt's ja nicht! Wo kommst du denn her? Nun, Garni bat mich gestern Abend um eine spezielle Vorführung für dich, Jerry. Oh, Garni, vielen lieben Dank! Ich bin froh, dass es dir gefällt. Und jetzt beginnt die Zaubershow! Wow! Das ist so toll! Bin bald zurück, Tayo. Okay. Garni gab Jerry ein ganz besonderes Geschenk, das Jerry nie vergessen wird. Auf Wiedersehen, Jerry. Bis zum nächsten Mal. Hanna und Garni. Ein neuer Tag im Busdepot. Was ist das für ein Geräusch? Garni wacht als Erster auf. Raus aus den Federn, kleine Busse. Ihr müsst aufstehen. Oh. Wow. Garni. Wow, du bist früh wach. Guten Morgen, Garni. Wo hast du hingesehen? Oh, ich wollte nur wissen, was das war. Oh, hast du das noch nie gesehen? Diese Uhr weckt uns jeden Tag. Ah, verstehe. Für Rogi funktioniert sie scheinbar nicht. Worüber habt ihr geredet? Nichts weiter. Das wird aber etwas dauern. Ist das okay? Okay. Hallo, Hanna! ihr seid da. Guten Morgen wünsche ich euch. Wir wollten vor der Arbeit nur schnell Hallo sagen. Fahrt alle schön vorsichtig. Habt einen schönen Tag, okay, Hanna. Tschüss. Wart auf mich, Tayo. Bis später, Hanna. Tschüss, Lani. Oh, Garni? Fährst du nicht zur Arbeit? Ich darf noch nicht. Oh, du musst erst das Training machen, oder? Aha. Sito sagte aber, ich soll hier auf das heutige Training warten. Ah, verstehe. Hanna, beeilst du dich bitte? Ja, ich komm gleich. Wir sprechen uns später, Garni. Ich muss wieder zurück zur Arbeit. Okay. Sito wird mir jeden Moment da sein. Oh. Bist du okay? Mir geht's gut, alles okay. ich brauche einen kleineren Schraubenzieher. Wo habe ich den gelassen? Ist er hier? Moment. Ah, ich habe ihn doch gerade erst benutzt. Wo um alles in der Welt habe ich ihn nur liegen lassen? Hanna, schau in deine Hosentasche. Meine Hosentasche? Oh, da ist er ja. Alles klar, zurück zur Arbeit. Garni? Ja? Woher wusstest du, dass er in meiner Tasche war? Oh, ich sah, wie du ihn reingesteckt hast. Garni ist sehr aufmerksam. Hanna! Ich komme noch zu spät zur Arbeit. Okay, ich komme. Einen Moment. Wondi hat immer mein Werkzeug gefunden, wenn ich eins gesucht habe. Ich erinnere mich. Tayo sagte... Garni ist irgendwie merkwürdig. Er ist neu. Aber er macht alles perfekt und weiß alles. Hat Garni wirklich Wondis Erinnerungen geerbt? Danke, Hanna. Bis bald. Tschüss, fahr vorsichtig. Ist Sito immer noch nicht da? Nein. Oh, da kommt er ja. Hallo, Garni. Guten Morgen, Hanna. Hi, Sito. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich musste mich um ein paar Notfälle kümmern. Ich verstehe. Also dann, auf zum Übungsplatz. Okay, wartet mal. Oh, was ist denn? Sito, ist es okay, wenn ich heute mit Garni übe? Hanna, selbstverständlich. Oh, das ist toll. Okay, Garni, los geht's zum Übungsplatz. Hier entlang. Oh, okay. viel Glück, ihr beiden. Was ist denn mit ihr los? Jetzt kann ich sehen, ob Garni wirklich Wondis Erinnerungen hat.
Garni, warte mal. Hier entlang, Garni. Ja? Wow. Fahr bis zu dieser Linie. Schön langsam. Perfekt. Nun, das Video auf dem Bildschirm reagiert genau auf dich und deine Fahrweise. Starte das Video. Straßentestvideo startet. Wow. Probier jetzt, vorwärts zu fahren. Okay. Wow. Jetzt probier mal, rechts ranzufahren. Mhm. Siehst du, wie es funktioniert? Aha. Dann versuchen wir jetzt den richtigen Test. Wenn du fertig bist, wirst du bewertet. Bewertet? Mhm. Los mit dir, Garni. Ich komme. Wondi hatte immer die perfekte Punktzahl. Wird Garni es schaffen? Er ist schlechter als die meisten anderen Busse. Es tut mir so leid, Hannah. Mach dir keine Sorgen. Das erste Mal ist immer schwer. Jetzt lass uns zur Trainingsroute fahren. Alles klar. Tayo, der kleine Bus. Er hätte den Test bestanden, wenn er Wondis Erinnerungen hat. Habe ich zu viel von ihm erwartet? Nun, ich gebe nicht so einfach auf. Üben wir, wie man Fahrgäste an einer Haltestelle abholt. Ich bin bereit! Ja! Wow! Du hast mich verpasst! Du musst etwas näher kommen. Juhu! Geschafft! Jetzt versuch, die Vordertür zu öffnen. Okay. Er ist schrecklich. Es tut mir so leid, Hannah. Schon okay, schon okay. Du wirst besser, wenn du übst. Mach dir da keinen Kopf. Wollen wir in die Innenstadt fahren? Aber ich war doch noch nie allein in der Innenstadt. Schon okay. Ich komme mit. Okay, los geht's. Vielleicht hat ja Garni gar keine Erinnerungen von Wondi geerbt. Oh, die Tasche der Dame sieht schwer aus. Wir sollten sie besser mitfahren lassen. Oh! Garni, was ist los? Hannah, ihre Tasche scheint sehr schwer zu sein. Können wir sie vielleicht mitnehmen? Hä? Garni hat dasselbe gedacht. Okay, klar. Guten Tag. Wie weit müssen Sie laufen? Ich muss zu dieser Kreuzung. Gut, dann nehmen wir sie bis dahin mit. Das müsst ihr wirklich nicht. Wir helfen gerne. Bitte lassen Sie mich die Tasche tragen. Oh, danke, junge Dame. Guten Tag. Hallo. So. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr beiden. Auf Wiedersehen. Und Dankeschön. Wondi hat Leuten wie ihr auch immer geholfen. Lass uns zurückfahren. Ja. Oh, warum steht der Verkehr still? Hey, was ist los? Alles okay? Ich bin liegen geblieben. Es tut mir leid. Hannah, das Auto vor uns ist stehen geblieben. Garni, lässt du mich bitte aussteigen? Bist du okay? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht bewegen. Darf ich es mir ansehen? Gern. Das scheint wohl das Problem zu sein. Aber ich weiß, dass ich es reparieren kann. Hannah? Ha? Ja? Ich glaube, wir blockieren die Straße. Wir sollten rechts ranfahren und ihn reparieren. Oh, ja. Du hast recht. Das muss hier hin und... Hallo, Hannah. Oh, hallo, Wondi. Bist du am Arbeiten? Ja. Übrigens, schau mal dorthin.
Du bist bei Reparaturen immer so konzentriert. Du bemerkst nichts anderes. Nun, fahr jetzt bitte rechts ran. Stimmt etwas nicht, Hannah? Es ist nichts. Sie haben definitiv etwas gemeinsam. Ich brauche meine Werkzeuge, um ihn zu reparieren. Gani, kannst du meinen Werkzeugkoffer vom Depot holen? Gern. Bin gleich wieder da. Vielen Dank. Oh, warte. Gani kennt den Weg zurück zum Depot nicht. Gani, komm zurück. Du kennst den Weg nicht. Oh, warum habe ich ihn nur darum gebeten? Hannah! Ha? Gani! Kommst du vom Depot? Aha. Die Werkzeugkiste ist neben der Tür. Du hast sie gefunden? Wow, es stimmt. Erstaunlich. Er hat Wondys Erinnerungen. Du bist fertig. Vielen Dank. Okay, tschüss dann. Okay, tschüss. Gani, sag mal, woher wusstest du den Weg zurück zum Depot? Also, ich weiß nicht. Schon okay. Du musst es nicht erklären. Ich glaube, ich weiß es schon. Was meinst du? Nun, du erinnerst mich halt an einen Bus, den ich mal kannte. An wen denn? Naja, er ist jetzt im Ruhestand. Er war ein warmherziger, fleißiger Bus, den jeder über alles liebte. Wow! Eines Tages wirst du auch ein fantastischer Bus sein. Wie er. Wirklich? Natürlich! Aber davor musst du viel an deinem Fahren üben, damit du besser wirst. Du musst deine Punktzahl erhöhen, wenn du arbeiten willst. Okay. Fahren wir zurück zum Depot und üben wir noch etwas. Okay, Hannah. Okay, los geht's. Los geht's! Dank Gani fühlt sich Hannah, als wäre sie mit einem alten Freund vereint. Der Spielplatzleiter! An einem schönen Nachmittag spielen die kleinen Busse und ihre Freunde auf dem Spielplatz. Aber ich glaube nicht, dass sie sehr vorsichtig sind. Einer nach dem anderen. Fang mich! Hey, das ist gefährlich! Ich zuerst! Ich habe Angst. Gani, diese Fahrt ist doch gar nicht beängstigend. Aber... Gani! Warum brauchst du denn so lange? Mach schon, beweg dich! Die kleinen Busse sind verletzt und sind zur Werkstatt gekommen. Wie habt ihr euch denn alle verletzt? Das ist alles Speeds Schuld. Hä? Nein, gar nicht. Es ist Taios und Rogis Schuld. Was? Was haben wir denn gemacht? Komm schon, wir haben nichts falsch gemacht. Ich denke, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Was sollen wir tun? Ich hab's. Sind alle hier? Ja! Warum hast du uns hergerufen? In letzter Zeit scheint es mehr Unfälle auf dem Spielplatz zu geben. Wir haben beschlossen, einen Leiter zu finden, der Verantwortung für den Spielplatz übernimmt. Ein Spielplatzleiter? Wow, das ist großartig! Ja! Wir brauchen keinen Leiter! Ein Spielplatzleiter. Oh. Lala ist die Leiterin. Du bist die Leiterin. So ist es also, Leiterin zu sein. Pass auf! Ich will die Leiterin sein. Echt, du? Ihr werdet mir doch helfen, oder nicht? Shine, wie wäre es, wenn ich der Leiter werde? Warum? Wenn ich der Leiter werde, können wir jederzeit um den Spielplatz rasen. Aha! Dann helfe ich dir. Oh? Ach, juhu! Tony, warum versuchst du nicht, der Leiter zu sein? Ich? Ja, du kennst alle Verkehrsregeln. Ja, dann versuch es doch. Meinst du wirklich? Tja, ich kenne die Verkehrsregeln ja sehr gut. Achtung! Also, können jetzt bitte alle Kandidaten mal nach vorne kommen? Oh? Oh.
Oh. Du willst der Leiter sein? Was spricht dagegen? Oh, gut, dass ich mich gemeldet habe. Okay, bisher sind es Lani, Toni und Speed. Gibt es sonst noch jemanden? Oh, ich mach das besser sauber. Gut. Oh. Okay. Und Ruby. Oh? Ihr vier seid Kandidaten. Alle Kandidaten werden eine Rede vorbereiten und begründen, warum sie der geeignete Leiter sein würden. Okay. Was? Ach du meine Güte. Am nächsten Tag. Also gut, meine Lieben. Wir beginnen mit dem ersten Kandidaten. Oh, es fängt an. Ja! Hier ist Lani, der kleine Bus. Hallo alle zusammen. Für einen sauberen und schönen Spielplatz. Ich bin der Liebling des Busdepots. Ich bin Lani. Wow! Lani, Lani, Lani. Wow, Lani hat sich gut vorbereitet. Alle miteinander, wenn ihr mich als Leiterin wählt, sorge ich dafür, dass es kein wildes Verhalten mehr auf dem Spielplatz gibt. Wow! Und ich werde den Spielplatz mit hübschen Farben dekorieren, damit alles wunderschön aussieht. Wow, das gefällt mir. Lani ist die Beste. Also bitte stimmt für mich, wenn ihr den Leiter wählt. Vielen Dank. Wow, das sind wirklich gute Ideen. Okay, meine Lieben, jetzt treffen wir unseren zweiten Kandidaten. Ein Spielplatz, auf dem man durchdrehen kann. Okay, ich bin blitzschnell. Ich bin Speed. Wow, das ist so cool. Okay, wenn ihr alle für mich stimmt, mache ich aus dem Spielplatz eine Rennstrecke. Was? So können wir den ganzen Tag rasen und spielen. Was? Er wird kein guter Leiter sein. Ich werde die ganze Stadt zum Spielplatz machen. So können wir jeden Tag spielen. Hey, lass uns bitte gehen. Hä? Warum? Ich bin noch nicht fertig. Mach schon, mal los. Wählt mich. Speed ist so albern. Tayo, der kleine Bus. Und jetzt stelle ich unseren dritten Kandidaten vor. Toni. Ist das nicht Big? Ja, sie hat aber Toni gesagt. Oh! Wenn es Zeit ist für die Wahl, schaut euch gut um. Da ist ein kleiner Laster mit dem Hip-Hop-Sound. Wer ist die beste Wahl für den Spielplatzleiter? Kleiner Laster Toni! Kleiner Laster Toni! Wählt Toni! Wählt Toni! Juhu! Spielplatz, ein sicherer Spielplatz. Hallo, ich bin Toni, der Verkehrsexperte. Wow. Toni ist der Beste. Alle zusammen, dem Spielplatz fehlt es an Ordnung. Die Unfälle scheinen nie zu enden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also werde ich neue Regeln für den Spielplatz aufstellen und jedes Auto rauswerfen, das die Regeln nicht befolgt. Toni! 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 Toni ist so verantwortungsbewusst. Toni! Ja, aber ich habe ein bisschen Angst. Wow, Toni ist so beliebt. Schein, ich mache mir Sorgen. Toni! Keine Sorge, ich habe eine gute Idee. Und hier ist unser letzter Kandidat. Es ist Ruby, der Putzwagen. Oh je, ich war zu viel mit dem Putzen beschäftigt und habe nichts vorbereitet. Was mache ich nur? Warum ist sie alleine? Ist sie nicht vorbereitet? Wie? Ruby ist alleine? Ja. Hallo zusammen. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie die anderen. Oh, aber ich werde hart arbeiten, um einen sicheren und sauberen Spielplatz für alle zu schaffen. Hey Leute! Oh! Wenn ihr mit uns kommt, geben wir euch das beste Motoröl gratis. Haha! Juhu! 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 Ja! Ich zuerst! Ah, dieser Speed.
Tut mir sehr leid, Robby. Ist schon okay. Naja. Okay, ihr Lieben. Lasst uns nach Hause fahren und uns ausruhen. Okay. Oh. Oh. Jemand könnte sich verletzen, wenn ich das nicht aufräume. Oh? Robby? Heute findet der Wettbewerb statt und die Autos versammelten sich für die Wahl. Und jetzt ist es soweit. Wir geben die Wahlergebnisse bekannt. Wow! Juhu! Wer hat denn wohl gewonnen? Okay, mal sehen. Die erste Stimme geht an Lani. Juhu! Toni. Lani. Toni. Lani. Toni. 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 Lani. Ich muss Leiterin sein. Ich werde Leiter. Warum habe ich keine Stimmen bekommen? Für mich stimmt sowieso keiner. Es sind nicht mehr viele Stimmen übrig. Huh? Robby? 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 Toni? Nani? Robby? Was? Sie sind alle im Gleichstand. Oh, wow. Mal sehen. Die letzte Stimme geht an... Robby, den Putzwagen. Das stimmt doch nicht. Aha. Wir haben alle entschieden, dass Robby gewinnen soll. Ja, das stimmt. Wir haben gesehen, wie Robby den ganzen Spielplatz gereinigt hat. Also wollten wir, dass sie gewinnen. Glückwunsch, Robby! Ach, vielen lieben Dank euch allen. Wichtig ist, dass sich Robby für den Spielplatz wirklich einsetzt. Ich verstehe. Robby, ich glaube, ich habe zu sehr an mich selbst gedacht. Wir haben den Spielplatz nicht so geschätzt wie Robby. Tja, von jetzt an könnt ihr mir alle helfen. Okay. Warum habe ich keine Stimmen bekommen? Hey, Shine, wen hast du gewählt? Ich dachte, du würdest ein paar Stimmen bekommen. Also habe ich für Robby gestimmt. Was? Robby wurde die Leiterin des Spielplatzes. Wir hoffen, sie kann den Spielplatz zu einem sicheren und sauberen Ort machen.